Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X4 Foundations. Ja, ich bin hier mit meiner Cerberus unterwegs, habe noch ja, ein kleines bisschen noch gegen die Xenons gekämpft. Mein Schiff hat auch, naja, ein paar Blessuren abbekommen. Das war schon ein bisschen nervig gewesen. Gegen 4 Ps mit der Cerberus hat man vielleicht schon eine Chance, aber ist trotzdem ein bisschen schwierig. Also da muss ich noch was tun für gegen die Schutzschilde, also oder für die Schutzschilde. Ich habe jetzt auch die eine Mod mit der Research, ha Research Attack Time, habe ich jetzt ebenfalls ausgeschaltet. Was war das? Egal. Die habe ich auch deaktiviert, da sie doch bei mir auch zu Problemen führt mit der Forschung. Denn ich habe, ja, bei der letzten Folge habe ich die hier angefangen, die Forschung zu tun. Und die wäre dann normalerweise bei 2 Stunden. So, und dann war sie, hätte sie noch gebraucht, circa 40 Minuten. Habe dann das Spiel gespeichert, Spiel beendet und habe mal was gefuttert. Und ja, dann habe ich wieder mal den Spielstand geladen. Und ja, dann war die Forschung leider ebenfalls abgebrochen gewesen. Ich hätte müssen wieder neu starten. Ja, bisschen ärgerlich, aber so, naja, bisschen doof, halt mit diesen 10 Minuten. Hätte könnte ein bisschen länger sein, ganz ehrlich. So, und ja, ich glaube seit Patch 1.3. Ich habe sie ja am Anfang mal getestet oder beziehungsweise ich glaube bei den ersten 10 Folgen, wo ich auch mal so eine Cerberus bekommen habe ich die auch aufgerüstet mit Waffen und da habe ich ja oben drauf geklickt, ja, dass man hier nichts einstellen kann, ja, mit den Geschütztürmen und jetzt kann man es tun. Man kann jetzt ja die Geschütztürme Befehle erteilen, also Konsolenbefehle oder beziehungsweise einfache Befehle in dem Sinne. Das hier, also dieses Schutzschild, würde bedeuten, sobald ich beschossen werde, schießen die Geschütztürme zurück. Also, das heißt, die beschützen mich. Das hier unten drunter, da kann ich den Waffen zuweisen. Nein, ihr feuert halt nicht, aber ich möchte natürlich, dass sie feuern. Dieses Zeichen, was das bedeutet. Mein aktuelles Ziel angreifen, eventuell. Das hier ist Raketenabwehr. Das wäre für Asteroiden und Minen, eventuell. Und das hier, ebenfalls keine Ahnung, eventuell mein Ziel angreifen. Wie gesagt, ich lasse die mal so stehen. Find's halt nur doof, dass man das hier muss oben alles auswählen. Bei XP Birth war es ja so gewesen, man hatte ja natürlich eine Kommandokonsole gehabt und dort konnte man auch den Geschütztürmen oder beziehungsweise den Kanzeln Befehle erteilen, was sie tun sollen. Ja, entweder beschütze mich, Raketenabwehr, reine Raketenabwehr. Weil bei Raketenabwehr haben sie nicht nur die Raketen abgewehrt, sondern auch mich beschützt. Und ja, und die reine Raketenabwehr hat sich halt nur um die Raketen gekümmert. So, gut. Dann. Meine Piloten hier, also die sind hier froh und fröhlich, oder beziehungsweise meine Erkunder. Ich habe ja 4 Argon Discoverers, habe ich mir ja gekauft in der letzten Folge. Beziehungsweise, was in der vorletzten Folge, letzte Folge, keine Ahnung. Und da habe ich ja denen den Befehl erteilt, die sollen die mal ein bisschen erkunden, für herrenlose Schiffe zu suchen. Und das tun sie sehr gut. Und haben auch schon einige, naja, Levels bekommen, beziehungsweise, sage ich mal, Sterne. Also hier, der ist schon, hat schon 5 von 5 Sternen. Also, hey, Hut ab, er macht seine Dienste. Obwohl halt die Chancen bei 30% sind. Gut, sind jetzt halt einige Stunden am. Nee. Entferne diesen Auftrag. Die sind halt schon einige Stunden dabei hier am Rumfliegen. Genauso wie die hier. 4 von 4. 4 von 4.
5 von 4 und ihr auch 5 von 4. Wobei er eigentlich relativ gut ist noch beim Entern. Naja, gut. So, und der hier unten, mein Manager, macht auch seinen Job, weil das war ja vorher ein Marineinfanterist gewesen und dem habe ich schon den Befehl erteilt, hör mal zu, tu mal hier die Station managen. Und der hat ja vorher nur Entern auf 2 Sterne gehabt und glaube ich noch Pilot. Und jetzt hat er die anderen Sachen auch noch dazu bekommen, also auch Management und Moral hat er dazu bekommen. So, das nächste ist, jetzt weiß ich nicht, ob ich hier mit der Station weitermachen soll, denn ich habe ein kleines Geldproblem, ja, nur noch 3,5 Millionen Credits. Ja gut, okay, es wird hier eingekauft. Ich dachte schon, weil hier meine Lager, die füllen sich immer mehr und mehr mit Energiezellen, aber hier, da ist der Energiehändler losgeflogen, also hier wird schon noch verkauft. Weil vorher war ja dieser, wie soll ich sagen, hier die automatische Preisfindung war hier noch auf eingeschaltet gewesen. Und hier sind jetzt auch schon einige unterwegs wieder. Okay, 1040. Und ja, von mir aus gerne. Ich produziere ja 200 Stück die Minute. Aber was die Minute gewesen? Produkte. Ja, 200 Stück die Minute. So, gut. Aber ich will erstmal nachschauen, wo habe ich denn hier einen. Da ist er doch. Leitsystem aktivieren. Denn ich will hier mal meine Schilde von der Cerberus etwas hochpushen. Jetzt weiß ich nicht, zählt das dann für alle Schilde oder nur für jeden einzelnen? Ich hoffe mal für alle Schilde. Oh ja, Moment, habe ich überhaupt die Forschung? Forschung. Waffen, nein, habe ich nicht. Oh, Gott. Finde ich das ein bisschen doof. Hätte ich sollten vorher tun noch. Naja. Ja, können wir mal nachschauen. Warte mal, bleib mal ganz kurz stehen, weil nicht, dass du mir hier irgendwie dagegen donnerst. Ich schaue mal ganz kurz mal nach mit den Schilden. Schildkapazität kann ich nicht auswählen, weil ich es ja nicht erforscht habe. Nur die Waffen. Waffenschaden könnte ich 4-mal aufrüsten. Genau, einfache Waffenkammer. Tuning-Software habe ich einige. Gut, die könnte ich 4-mal aufrüsten. Waffenkühlung. Eigentlich war es ja so gewesen, man konnte jetzt da glaube ich nur eine Sache auswählen. Oder? Wir testen es mal aus. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob man jetzt da nur noch eine Sache auswählen kann oder eventuell mehrere. Ich glaube, man konnte sich nur eine Sache auswählen. Bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich, wenn ich auf der Station bin, werde ich trotzdem mal vorher noch abspeichern. Oder Leute, habt ihr es bald dort hinten mit rein, raus, rein, raus? Ihr nervt so langsam. Ah, hier wird noch was gebaut. Hier ist eine Xenon. Oder ein Xenon. Wieso schießt meine Waffe nicht? Hm, sind die falsch eingestellt? Na, oh, Feldmatrix. Sind die falsch eingestellt? Oh, oh, es ruckelt. So, machen wir nochmal so. Und dann fliegen wir mal durch. Was ist mit diesem Schiff passiert? Das ist seine Schilde soweit. Hm. Oh, ich bin schon plus 13 bei denen. Okay. Also mit dem neuen Patch oder beziehungsweise mit dem Neustart muss ich sagen, man bekommt hier relativ sehr, sehr schnell Ruf. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Wo,
Wo flieg ich denn bitte hin? Wo flieg ich denn hin? Ich muss ja dort hinten hin. Ach, nächstes Mal den Wegweiser folgen. Ja, der Autopilot ist auch nicht so das Wahre. Mit dem bin ich jetzt ja schon öfters geflogen. An manchen Stellen. Wiedergutmachung des Kardinals. Also, okay. An manchen Stellen ist er, naja, ein bisschen pointless. Also ein bisschen dumm, muss ich sagen. Aber bei manchen Aktionen nimmt er so kleinere Abkürzungen. Also, naja. Bestes Beispiel. Wo wäre es? Das wäre hier. Er kommt hier durch das Tor hinein oder beziehungsweise heraus und fliegt dann irgendwie seitlich in das andere Tor hinein. Mit Reiseantrieb natürlich, ne? Naja. Kann man machen. Spart man jede Menge Zeit, aber dann halt an anderen Stellen, wenn er, sag ich mal, hier den Superhighway verlässt, dann schaltet er sich nicht mehr automatisch in den Reisemodus über. Wo muss ich andocken? Oh ne. Anfunken zweimal, nö. Hä? Wo muss ich ihn andocken? Da. Da. Oh, ouch. Da ist ein Schiff. Hä? Hab ich nicht stehen? Die Landessoftware MK2, doch. Hab ich. Erfolgreich angedockt. Angedocktes Schiff ausrüsten. Was würde mich die Reparatur kosten? Freut Sie an Bord zu begrüßen. Ich repariere mal mein Schiff. So, ansonsten Reise. Okay, lasse ich weg. Steuerdüsen, das sind okay. Schilde bleiben gleich. Waffensysteme. Es gibt Bergbaulaser. Nee, ich bleib bei denen. Geschütztürme habe ich allen gar als Strahlenenergie drinne. Und ansonsten, ich habe schon zwei Veteranen, okay. Wir steigen mal aus und gehen mal zum Ausrüstungsdock. Ist auch ein bisschen doof, dass ich hier muss erst aussteigen aus meinem Schiff. Nanu. Und dann hier rein für in das Schiff hin, obwohl das ein Teleporter-System ist. Warte mal. Ich muss dir. Oh Mann, ich vergesse es jedes Mal. Programmierbare Feldmatrix. Kann ich mal welche verkaufen? Fluxkompensator kann ich einen verkaufen. Agnostik kann ich verkaufen. Seltene Gewürze hat er keine, okay. Seminare lasse ich erstmal weg. Ich wünsche eine gute Reise. Ja. Ich vergesse es jedes Mal. Ich brauche keinen Ausrüstungsdock für mein Schiff auszurüsten. Ich brauche hier einen Raumhafen oder Raumpier. Gott. Weil man kommt immer auf den Gedanken, Ausrüstungsdock, dort kannst du alles ausrüsten, auch deine Waffen, Schilde oder Rumpf modifizieren, aber Autopilot. Man muss da leider zum Raumpier bzw. Schiffshändler allgemein gehen.
60.000 Credits. Da. Und was macht der? Uiuiui. Autopilot ausgeschaltet. Dieser Autopilot da. So, dann müsste er gleich auch hier mit meiner Forschung fertig sein, genau. Ah, 2 Minuten etwa noch. So, dann schaue ich mal, was ich dort. Nein! Ah, oh Gott. Ah. Okay, das finde ich schon auch cool. Dass er hier die Rampe für mich extra runterlässt. So, dann schauen wir mal. Und zwar der Schiffshändler. Der Schiffshändler. Und dann rüsten wir mal. Das ist die normale Werkbank. Das ist die Ausrüstungswerkbank. So, und zwar Rumpf. Nix. Genau. Waffen. Pulslaser. Ah, die Strahlentürme kann ich auch auswählen, okay. Ah, okay. So, Vorsicht, bevor wir das tun, wir speichern hier mal ab. Und dann schauen wir mal, ob man mehrere Sachen auswählen kann, aber ich glaube es nicht. Das ist genauso wie, oder wenn man die zweite Stufe hat, dass man dort eine zweite Sache auswählen kann. Das müsste ich mal austesten. Aber wir wählen erstmal hier Schaden aus. Und zwar 5 bis 20%, nö. 34 bis 50%. Das heißt, das wäre in dem Fall, wenn ich den jetzt da installieren würde, hätte ich den drauf. Jetzt will ich noch, sage ich mal, bei der nächsten Stufe, sage ich mal, eine Abkühlmodifikation haben oder eine Nachlademodifikation oder Geschwindigkeit, keine Ahnung, dann wird das mit dem hier Sinn. Ja, genau, zerlegen. Waffenkühlung, okay. Ah, oh, das sieht gut aus. So, dann holen wir noch den Zweier. Schadensmodifikation. Den hier. Installieren. Nee, der ist aber schlecht geworden. Ja, egal, lassen wir mal drinne. Dann haben wir hier die Kühladim. Die hier. Die Strahlenreichweite. 5 bis 10% würde sich nicht lohnen. Wenn dann eher auf Schaden gehen. Okay. Dann den hier ebenfalls auf Schaden. Uiuiui. Fast 100%. So, und natürlich kann ich den nächsten nicht machen, weil ich keine, nicht genug Ressourcen habe, weil mir die einfache Waffenkammer fehlen. Gut. Schilde. Schildkapazität. 5 bis 20%. Ja. Ja, man muss die erst die andere erst zerlegen. Okay, gut. Auflade 5 bis 20%. Wieder Aufladungsverzögerung. Minus 5. Hm. Triebwerke habe ich noch nichts. Lackierungen. Nee, auch nichts. Das sind die, ist der Rumpf. Hm. Na ja, gut, dann mache ich noch hier noch die Forschung Rumpf. Ich mache mal hier erstmal die einfachen Sachen, die mache ich mal fertig. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge noch 2 weitere Modifikationen durch. Sprich Rumpf und Antrieb. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich die ganzen Sachen habe. Mal schauen, Rumpf.
Achso. Ah. Ah, shit, 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 shit. Antriebe 3. Ach, der zeigt mir direkt von diesem Schiff an. Nee, stopp. Nee, 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 nee. Denkfehler von mir. Eieieiei. Nicht, dass ich noch krank werde. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen für Rumpf und Antriebe habe. Muss ich erstmal gucken, wenn ich hier die Forschungen habe. Gut, dann würde ich erstmal sagen, war es das gewesen in dieser Folge. Und ich klemme mich mal derzeit wieder etwas an meine Nova dran, wenn ich sie mal wieder finden würde. Ich könnte hier Besitztümer gehen. Nova Angreifer. Teleportieren. Oder neu lackieren. Okay. Teleportieren. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also, bis denn. Tschüss. Erreiche System.